Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Palmi, herzlich willkommen zurück bei Planet Crafter. Ja, ich weiß noch nicht, warum wir hier sind, aber ja, warum auch immer. Hier ist nichts und so, da müssen wir hin. Ich weiß noch nicht, wo wir hin wollten. Oh, Bio irgendwas, oh, das hat Neues zum Bauen, das ist super. Ja, uns geht gerade der Sauerstoff aus, das ist nicht so super. Ich weiß noch nicht, wo ich hin wollte, also von daher... Ich weiß nur, und das weiß ich ganz genau, dass ich in der Aufräumfolge gesagt habe, das ist ein Spiel, da darf man nicht so durchhetzen. Man muss da immer wieder, wir wollten hier Dinge sammeln, ne, hier unten mal nochmal wieder. Man muss hier immer wieder gucken, das läuft ja auf Zeit, da muss sich ja alles entwickeln. Und deswegen darf man hier nicht so durchhetzen. Und dann kurze Zeit später, die letzten zwei Folgen, raste ich wie ein Idiot hier durch die ganze Gegend, so dass ich im Augenblick das Gefühl habe, wir haben gar nichts Neues zu entdecken. Bis auf das, was wir gerade gekriegt haben, das neue Gebiet, neue Gebäude hier, was ist das hier da? Biodom, genau, was brauchen wir denn da? Drei Superlegierungen, Alu, zweimal Kobalt, zweimal Titan und Lirma-Samen. Und das sieht schon wieder recht groß aus. Das ist er doch gar nicht, das ist das hier. Bio, das ist das, was ich brauche. Genau, das hatte ich doch schon hier. Genau, das hatte ich doch. Biodom hatte ich doch schon. Genau, was dreht's denn da, Opa? Biodom hatte sie. Und den anderen hat es auch. Der andere, den ich jetzt gerade nicht finde. So, egal. Auf jeden Fall den hier, den müssen wir bauen. So, Bakterienprobe, genau, Bakterienprobe. Ich glaube, dafür brauchen wir Dingens Algen. Ich glaube, dafür müssen wir Algen sammeln gehen. Da, drei Algen, drei Wasser. Genau. Also brauche ich sechs Algen. Also mich jetzt Algen sammeln. Algen, wir kommen. Ja, also wie gesagt, da bin ich da durchgehetzt. Jetzt, solange wir diesen neuen Abbauer nicht bauen können und wir hinter diese Schränke und was weiß ich, was nicht alles kommen, werden wir da wahrscheinlich nichts Neues finden hier. Wir sind, glaube ich, regionaltechnisch sind wir, glaube ich, so gut wie durch. So, jetzt nehme ich mal hier die Algen mit. Sechs Algen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann kommen ja auch wieder neue wachsen. So. Machen wir noch mehr Algen. Hier sind keine mehr. Da hinten haben wir noch Pflanzen. Genau, hier sind auch noch Algen. Jo, guck mal her. Hier sind auch noch Algen. Da auch noch. Ja, da sind noch mehr Algen. Sehr schön. Algen können wir immer gebrauchen. Und ja, dann können wir nochmal dahin fliegen, die restlichen Sachen holen, die wir da noch gesammelt hatten. An unserer neuen Station da. Ne, aber erstmal gucken wir jetzt hier, was wir hier jetzt... Ja, und dann können wir mal ein paar Raketen hochschicken, um nochmal, ja, mein Gott, guckt euch diesen Planeten an da. Oh, Mann, ich will doch hier hoch. Ich will das doch sehen hier. Da, jetzt habe ich ihn aber. Da. Der sah gerade noch besser aus, fand ich. Naja, egal. So, jetzt machen wir erstmal hier Wasser. Habe ich hier noch Wasser drin? Bestimmt. Oh, zwei, nehme ich mal mit. Alles voll. Oh, super, dann machen wir das eben so. So, dann machen wir jetzt hier die Bakterien. Achso, wo waren wir denn jetzt? Terraforming. Bei Seen, jetzt sind wir im Bereich Moose. Ah ja, deswegen brauchen wir auch hier die Bakterien. Bakterien, Bakterien. Macht euch mal fertig. Jawohl, und nochmal. Jawohl. So, mal gucken. Da haben wir bestimmt noch welche über, oder? Wo haben wir die eigentlich reingetan? Keine Ahnung, ich tue die mal hier rein. So, jede Menge. So, dann die Grünen. Die Grünen haben wir hier reingetan. Ja, davon müssen wir auch noch mal welche hochjagen. Von den Raketen. Wir haben ja hier drei Antriebe, damit wir hier den Luftdruck und die Erwärmung erzeugen können. Und dann müssen wir mal gucken. Lass uns mal eben gucken. So.
Ne? Also hier, dass wir hier nochmal, genau, die nochmal machen. Nochmal Wärmemultiplikator mal 1000% und Luftdruckmultiplikator mal 1000%. Das schadet nämlich nicht. Und die, ja, da brauchen wir die Baumrinde für immer noch. Pflanzenvermehrung 1000%. Das hätte ich gern. Verdammt. Die haben wir schon. Die haben wir auch schon. Die GPS-3 müssen wir noch machen. Ja, da könnten wir die Superlegierung für benutzen. Aber einfach nur für einen Satellit, ich weiß nicht. Was haben wir denn hier? Karteninformationsrakete, da brauchen wir auch so ein Ding für. Was? Ja. Und Drohnenvisualisierungsrakete. Da brauchen wir Leiterplatten für, die haben wir noch gar nicht. Also den könnten wir auch noch machen. Karteninformationsrakete, den könnten wir auch noch machen. Da brauchen wir Mikrochip-Kompass. Ja. Ja, ja, ja. Lass uns mal hier runterfliegen. Runterfallen, runterfliegen. Und wir könnten noch mal gucken. Wir hatten doch irgendwo diese Nachricht, dass da eine lose Platte wäre. Ja. Was ist denn da? Die können wir auch mal essen hier so nach und nach, die roten Dinger. Dass ja irgendwo so eine rote Platte neben einem Monitor war. Da hatten wir auch mal irgendwann eine Nachricht gekriegt. So, das ist ja super. Das wollte ich aber alles nicht. Ich wollte das hier. So, jetzt brauche ich nochmal Dünger. Dünger hatten wir doch, glaube ich, hier oder draußen. Irgendwie sowas. Irgendwie hatten wir doch Dünger. Schwefel brauchen wir da auch, glaube ich, oder? Genau. Einmal Dünger, einmal Superlegierung. Einmal Dünger. Und einmal Superlegierung. 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 So, und jetzt haben wir so ein großes Teil wahrscheinlich wieder, so wie ich ja gesehen habe. Wir heben den mal auf hier. So, und die müssen wir wahrscheinlich wegpacken. Ach ne, hier mache ich die dran, genau. Hier mache ich die dran. Hier, genau hier. Mach den nochmal hier. Ja. Oh ja. Ja. Da ist der Andocker. Wieso geht der nicht? Der zeigt doch, dass der andockt, oder nicht? Ach komm schon. Ach, immer dasselbe hier mit dieser Andockerei. So, dann muss er da dran. Er muss ja da dran gehen, Freunde. Da ist er doch richtig. Das ist doch genau, das ist doch der. Wieso geht der nicht? Ich habe doch alles, was ich brauche, oder? Genau. Ah, ja, jetzt hat er sich gedreht. Doofkopf. Soll sich nicht drehen. Nein, ein weiter nach da. Ich glaube so. Ich glaube, ich habe ihn schon richtig. Können wir hier eine Tür reinmachen wieder? Aber natürlich können wir das. Wir haben noch alles, Luft, alles. Yep. Einmal Eisen. Und die Treppe brauche ich natürlich auch. Die Tür, weil da war da die Treppe. Was brauche ich denn für die Tür hier? Eisen, Silizium. Also zwei Eisen, ein Silizium. Zweimal Eisen, ein Silizium. Zweimal Eisen, ein Silizium. Zweimal Eisen, ein Silizium. Zweimal Eisen, ein Silizium. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann machen wir hier noch eine Tür rein. Sieht schon mal geil aus, auf jeden Fall. So, wieder schwebt natürlich alles, wie immer beim Opa. Natürlich. Ja, hier rein. So, Leiter, da. Ja. Ich hätte die gerne da dran, wenn es geht. Ist die so da dran?
Ja. Ah, Bäumske. Hier gibt's Bäumskes. Oh, wie geil. Oh, wie hammergeil. Kann man hier was machen mit den Bäumskes? Hallo, Bäume, ich bin hier. Hier geht nichts. Aber wofür ist er dann? Oh, hier ist was. Hallo. Ah, hier entsteht die Rinde. Ich weiß es ja nicht. Muss ich hier was reintun? Gar nichts, ne? Die kommt von ganz alleine, ne? Hier entsteht die Baumrinde. Oh, das ist gut. Da gibt es eine Rakete. Da gibt es ja diese Pflanzenrakete. Da lass uns schon mal Raketen bauen. Was brauche ich denn da? Ach ja, natürlich. Natürlich sehe ich das jetzt hier nicht von hier aus. Und du bist auch noch nicht so weit, nein. So, da muss ich mal gucken hier. Lass uns mal gucken. Was brauche ich denn da? Für diese Rakete, wunderbar. So, die war das, ne? So, Dünger. Lirma-Samen, Raketenantrieb, zwei Superlegierungen, Baumrinde. Also, Lirma-Samen, Dünger. Danke. Dünger war hier irgendwo noch, ne? So, hier irgendwo noch. Dünger. Und zwei Superlegierungen. Und ein Raketenantrieb. Dankeschön. Und ich glaube, das war's schon. Ach ja, die Baumrinde. Ja, die kommt ja jetzt hier. Ist sie denn schon da? Ach, guck mal hier, jetzt ist ja hier. Jetzt hätte sie ja fast besser da hingepasst, die Vitrine. Naja, egal. Oh, gib mir die Baumrinde. Noch keine da? Das ist aber doof. Kann das sein, dass ich gerade keinen Strom habe? Lass uns mal eben gucken. Nicht, dass uns hier der Strom ausgeht. Oh, wir haben Post gekriegt. Noch 106, aber ich müsste mal einen großen wieder hinstellen. Das wäre nicht schlecht. Wir hatten Post gekriegt, ne? Genau, hier, Nachricht von Relay. Was? Verschlüsselt. Verwende extra Erzextratoren in verschiedenen Bereichen, um bestimmte Materialien zu extrahieren. Und Raketen sind wirklich wichtig und helfen ihre Generation von anzukurbeln. Verschlüsselt. Ja. Erzextraktoren in verschiedenen Bereichen. Hatte ich doch aufgebaut. Da kam doch immer dasselbe. Um bestimmte Materialien zu extrahieren. Das ist doch dieser Erzextraktor gewesen hier, ne? Hier. Ja, genau. Denn den hatte ich doch aufgebaut. Der hatte doch gar nichts anderes gebracht. Der bringt immer dasselbe. Oder wie? Oder was? Also ich fand, der bringt immer dasselbe. Wir können ja mal noch irgendwo ein paar hinstellen. Ich meine, das ist ja kein Zauberei, ne? Also. So. Ja, ich brauche immer noch Rinde. Da ist eine. Baumrinde. Juhu. Jetzt gibt's die Moosrakete. Ohne Moos nichts los. So. Lasst uns die Moosrakete bauen. Da wollen wir mal schauen. So, jetzt hier. Zack, habe ich alles? Ja, Pflanzenrakete. Juhu. Drück auf den roten Knopf, Junge. Drück drauf. Was? Da steht doch die Rakete. Guck mal, da sind Pflanzen drin. Da sind Pflanzen drin sogar. Jetzt wird der Pflanzen angekurbelt. Juhu. Das ist gut. Das ist sehr gut. Da könnte ich gleich noch eine von los schicken. So. Super. Jetzt machen wir nochmal die grüne. Was? Alles grün? Ja. Wieso? So ist jetzt alles gut. Das sind die Sporen, ne? Das sind die Sporen von der Rakete, von der Pflanzenrakete. Ich weiß es nicht. So, was brauche ich denn hier? Dreimal Kobalt, zwei Superlegierungen und ein Antrieb. Damit wir nochmal eine Heizung haben können. Das sind die Sporen von den Pflanzen. Deswegen ist hier alles grün. Ist ja sehr geil. Ist ja super geil, finde ich.
hier mal den Kobalt. 1. Neue Blumenstreuer T2, ja. Guck mal, jetzt kommt ja doch was. So, Antrieb und 2 Superlegierungen, ne? Und dann können wir uns wieder eine Heizung bauen. Dann werden wir wohl genug Dings finden hier. Mein Gott, ist das alles grün. Ja, furchtbar, alles grün hier. Wer will denn das? Wer will doch keiner. Ja. Guck mal, auch hier, wo man rausgucken kann, alles grün. ja, was wollte ich denn? Ich wollte 2 Superlegierungen holen, genau. Eine Rakete, ein Antrieb, genau, und 2 Superlegierungen. 2 Superlegierungen. Und dann können wir hier die nächste... Guck mal, ist ja krass, oder? Ist aber krass, oder? Kann ich hier Fotos machen? Na, sieht nicht so aus, warte mal hier. Oh. Ich hoffe, das war 1. Sieht schon geil aus, echt geil. So. Na, lass uns mal die nächste abschießen. Damit wir hier die Dings kriegen. Hier, genau. Uran, ja, Uran, liebe ich. Schicken wir uns nochmal eine Uranrakete und dann machen wir die andere auch nochmal. Einfach nur für die Leben. Für den ja, für die Luftdruckmanipulation. Die 1000%, die möchte ich doch dann gerne wieder haben. Juhu! Und jetzt geht's gleich los. Ich geh schon mal runter. Haben wir noch Wasser drin? Mittlerweile wieder. Natürlich, voll. Und mal raus. Gehen wir hier rein. Aber wir können auch gleich einen trinken. Und ein Essen. Noch ein Essen. Oh, die Dose nehmen wir eben an. Wunderbar, den auch. Das nehmen wir mit. Und da draußen knallt es schon wieder. Unser Uran wird geliefert. Hallo, ich bin hier. Ja, und da können wir noch den Pflanzen-T2 machen. Das war hier der Pflanzen-T1, ne? Ja, ja, irgendeine Saatgutstreuer, genau. Ja, bring mal her damit. Oh, hier habe ich im Uran. Das könnte ich gebrauchen. Nicht so wie die Bundesregierung, die alles zumacht an Kernkraftwerken. Letztens gelesen, weil die Bundesregierung über den Atommüll und über die Luftverschmutzung regeneriert oder geregelt hat für die nächsten 24 Jahre. Das verballern die Chinesen in 6 Monaten. Die Chinesen haben, so laut dieses Berichts, ich kann das ja nicht kontrollieren. Ich kann das ja nur so hinnehmen und weitergeben. Aber die Chinesen haben laut diesem Bericht sind geplant 300 Kohlekraftwerke. 300 Kohlekraftwerke. Und wir müssen uns hier Energiesparbieren reindrücken. So ist das. So ist das. Wenn ihr wisst, was ich meine, da stimmt doch was nicht, oder? Da stimmt doch irgendwas nicht. Da ist auch kein mit gedient. Mal ganz davon abgehört. Das ist ja sowieso, das war ja schon immer so. Der Strom wurde teurer, danach mussten wir Energie sparen, dann haben wir Energiesparbieren gekauft und die reingedreht. Und dann ist der Umsatz am Strom zurückgegangen. Aber da das ja eine Aktiengesellschaft ist und die Aktionäre Geld sehen wollen, musste der Strom natürlich wieder teurer werden. Genau wie der Strompreis am Gaspreis gebunden ist. Das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Dass wir jetzt diese Gaskrise hatten, das hat eine, ne, mit dieser Pipeline. Aber dass dadurch jetzt auch der Strompreis hochgegangen ist, weil die aneinander gekoppelt sind, ist ein Witz. Und dass wir jetzt hier eine vom Staat so eine Beschränkung gekriegt haben über den Gaspreis, hat nichts damit zu tun, dass jetzt trotzdem der Strompreis total oben ist. Ja, ich habe hier... 2 habe ich gesehen hier, aber wo ist es denn nochmal eingeschlagen? Ich sehe nichts.
Könnte mal ein bisschen dunkler werden, damit ich was sehen kann hier. Wäre doch mal schön, oder? Wieder bestimmt ins Wasser oder so? Wer weiß das schon. Da war ja jetzt gar nichts. Ich meine, gut, die 1000% habe ich jetzt so oder so gekriegt. Ne, aber lass mich mal gucken hier. Ah, unten, guck mal da. Da hat es eingeschlagen. Oh, ich brauche Luft. Danke. So, dann holen wir es hier doch mal eben. Ja, drei Stück brauchen wir für die Heizung, ne? Für die große. Das ist ja gar nicht Heizung, das ist ja Strom. Was rede ich denn da? Was rede ich denn da? Für ein dummes Zeug. Das war doch für die Stromerzeugung und nicht für die Heizung. Ah, da ist noch eine Kiste, guck mal. Die haben wir nie leer gemacht. Sollen wir das mal machen? Dann ist er mal weg. Guck mal hier. Das ist ja super, die Kiste. Und jetzt können wir die nicht zerlegen, weil wir keinen Platz mehr haben. Doch. Ach, jetzt bleibt das Eisen liegen. Oh gut. Dann bleibt es halt liegen. So, dann lass uns mal hier raus. Ah, komm schon. Der nimmt die Wasseroberfläche nicht als festen Gegenstand. Und deswegen kann er da... Oh, da ist noch was. Da ist noch was. Deswegen kann er hier über dem Wasser nicht fliegen. Ach, das kommt alles noch. Das Ding ist ja noch in der Alpha. Das wird da alles noch. Mehr. Ach nee, ich kann doch gar nichts mehr mitnehmen. Was mache ich denn hier? Ich kann doch gar nichts mehr mitnehmen. Schön nochmal hier an Land. Da kannst du besser fliegen. So, genau. Siehst du wohl. Jawohl, ja. Oh, hier. Nochmal mal die ganzen Steine, meine ich, die wir gesammelt haben, hier reintun. So. Wunderbar. Die können mal raus. So, dann können wir die wieder reintun. So, dann haben wir hier schon mal nur noch so was. Und hier sind auch nur so welche. Und hier ist alles Mögliche. Da kann ich die auch dazu tun wieder. Hier, da ist ja schon einer drin. Da passt ja. Irgendwie. Und hier ist auch kein Grün mehr. Das heißt, wir müssen hier rein. Hier hatten wir die Grünen, ne? Jawohl. Hier hatten wir die Grünen. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. So. Da können wir mal zwei Stäbe machen. Dann haben wir drei. Genau. Wunderbar, wunderbar. So, dann haben wir schon mal drei davon. Was brauchen wir noch? Schwarzpulver, Wasser, Superlegierung. Okay, ich pack die mal hier rein. So, Schwarzpulver war auch gar nicht so kompliziert, wenn ich mich nicht täusche. Zwei Schwefel, ein Iridium. Zwei Schwefel, ein Iridium. Nein. Zwei Schwefel. Und ein Iridium. Ein Iridium. Ein Iridium. Ach komm, halt draußen. Ein Iridium. Ja. Hab ich doch gesagt. Hab ich doch gesagt. So, dann machen wir mal hier Dings, ne? Schwarzpulver. Genau. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo fehlt. Ach ja, für den Ofen natürlich. Was mache ich denn hier? So, da war noch ein. Und da den und den und den. Jawohl, und jetzt brauche ich noch ein Wasser und eine Superlegierung. Einfach. Eine Superlegierung. Ein Wasser. Und schon haben wir wieder den nächsten Strömer. Hier so einen großen Strömer, jawohl. Also hier ist das Wetter ist noch nicht so, wie es sein soll, Freunde. Das steht schon mal fest. Aber wir kriegen wieder Strom. So muss es sein. Richtig viel Strom. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Jetzt mal hier reingehen. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben noch was. Guck mal, hier den haben wir doch gefunden. Zweimal Dünger. Zwei Wasserflaschen.
und zwei Superlegierungen. Zweimal Dünger, zwei Wasserflaschen. Ich hatte doch Dünger. Dünger? Draußen habe ich noch einen Dünger, ne? Dünger. Ne, zwei Superlegierungen. Dünger. Kein Dünger? Verdammt. Warum nicht? Dann machen wir eben Dünger. Den können wir doch, da weiß ich doch. Dünger, Dünger. Ah, genau. Schwefel, drei Algen, zwei Auberginen. Schwefel, drei Algen, drei Algen, zwei Auberginen, nein, genau, so, das gibt den Dünger, wir werden doch nicht jünger, doch machen wir den Dünger, Dünger, Dünger. So, den haben wir auch. So, dann brauchen wir noch, was hatten wir gesagt? Zweimal Wasser. Das haben wir hier drin, wie immer. 1, 2, super. Und dann machen wir hier den nächsten Blumenheini. Egal wo, oder? Hier können wir einfach hinsetzen. Hier macht den hier hin. So, hier. Jawohl, zack. Und muss er was rein? Ja, da muss man rein. Am besten was mit 4%. Hier haben wir drin den 600er. Haben wir noch so einen 600er? Bestimmt. Na, hier ist gar nichts drin. Aber hier sind keine 600er drin, oder? Doch. Dann kommst du mal raus. Dann machen wir da mal einen anderen rein. Da haben wir bestimmt was. Da haben wir da bestimmt was. 400, genau, du kommst da rein. Hier, 400. Was? 400. Und da kommt nochmal ein 600er rein. So, der macht 966 Sauerstoff. Und was macht der? 1,95. EPT Pflanzen 43,5. Welcher war denn das jetzt hier? Ja. Wer war das, oder? Nee. Nee, nee. Der war das. 966. Der andere macht 1900 irgendwas, ne? Genau. Ja, das macht schon Sinn. Das macht schon Sinn, das macht schon Sinn. So, dann haben wir den auch. Trinken müssen wir auch schon wieder. Ach, nehmen wir alle mit. Danke. So. Dann haben wir die wieder hier. Zack, zack. Ist auch noch ein Kürbis. Lecker. Weil es selber super lecker schmeckt. Dann sortieren wir hier. Wunderbar. So, dann haben wir den auch gebaut. So, was haben wir noch? Was wir noch nicht gebaut haben. Wir können hier nochmal nach dem Dings gucken. Ob da wieder da welche da sind. Ja. Na, da können wir ja jetzt noch so eine Rakete bauen eigentlich. Wenn wir das wollen. Noch so eine Pflanzenrakete. Könnte man ruhig machen, oder? Und wir gucken mal, wie sich die Entwicklung hier anzeigt. Die Biomasse rast. Der Sauerstoff, ja. Könnte etwas schneller sein. Die Wärme. Der Luftdruck. Ach so, wir haben ja noch nicht... hier muss ja erstmal Dinge zusammen gehen. Genau. Ja, jetzt fällt mir wieder ein. Ich habe hier noch Dingens hier rumliegen. Jetzt hängt ja dieser Mann Dingens da oben. Ja, die Uran-Dinger habe ich da noch. Die muss ich erstmal sammeln. Und dann muss ich doch nochmal so eine Iridium-Rakete abschicken. Das ist auch sinnig.
So. Gucken wir, ob wir noch irgendwo was haben. So was Grünes. Noch was Grünes. Sieht nicht so aus. Hier nochmal vielleicht. Ich gehe nochmal hier. Ich tauche nochmal ein bisschen. Ne. Das ist Aluminium, oder? Ne, auch nicht. So, hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr reingeflogen. Na komm. Nein. Hier ist nichts mehr, hier ist nichts mehr. Hier nochmal gucken. Da ist noch was. Da ist nochmal einer reingeflogen. Den holen wir uns noch. Moment. Moment, bin gleich da. So, genau, da müssen wir uns nochmal einen mit Iridium machen. Nicht weil wir Iridium brauchen, sondern weil er den Luftdruck oder erhöht oder die Wärme, glaube ich, erhöht er, ne? Da liegt auch noch was. Ah, die holen wir uns noch. Keine Frage. Dass die so schön ruhig leuchten, ne? Das ist schon mal viel wert. Und da ist auch schon der nächste Strom gesichert, wenn wir die hier haben. Sehr schön. Guck mal, das ist unsere alte Rettungskapsel. Hehe, die gibt's noch. Na, guck mal, ja, gibt's die noch? Ja, ist er nicht toll? Ja, ist das nicht toll? Die gibt es noch, die gibt es noch. Weil es die noch gibt. Da ist was Grünes, da gehen wir nochmal hin. Da scheint nochmal was zu sein für uns. Guck mal hier. Wunderbar. Ich habe noch mehr gesehen. Da. Jupp. Jetzt gucken wir noch mal draußen. Draußen lagen auch noch welche rum. Müsste auch eigentlich hier noch sich entpuppt haben, dass sie jetzt hier liegen, oder? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Ah, oder ist das keins? Das sieht so grün aus da oben. Und hier. Unglaublich. Wo bist du denn hier? Wo bist du denn hier hin? Ist dir einer reingefallen? Nein. Ah ja. Moment. Danke. Danke, Sauerstoff. Schön, dass du da bist. Mein alter Freund. Mein alter Freund, Sauerstoff. Ne, das ist aber nichts. Aber hier lag noch. Hier waren da noch zwei. Das ist auch ein ganz schön großer See geworden hier, ne? Hier ist noch eine Kiste. Natürlich ist hier noch eine Kiste. Nimm die weg. Nimm die mit. So. So. Wunderbar. Aber ich glaube, das war, ne? Sehe nichts Grünes mehr. Vielleicht irgendwann durch Zufall stolper ich drüber. Kann sein, dass ich da durch Zufall mal drüber stolper. Ich kann ja nochmal oben hier auf diese Raumstation fliegen. Ich wollte sowieso gucken, was die Iridium-Rakete braucht. Genau. Dann machen wir das auch mal eben. So. Achso, ich wollte ja gucken, ob ich noch was Grünes sehe. Irgendwo was Grünes. Hallo, fallen Sie mal nie runter hier. Sie Raumfahrer, Sie. Der Raumfahrer ist von der Treppe gefallen, von der Stufe. Und deswegen konnte er den Planeten nicht mehr weiter bearbeiten. Ja, wo kommen wir denn hin? So, was brauchen wir denn jetzt hier? Lass uns mal gucken. Dreimal Silizium, Raketenantrieb. Genau, das ist der Luftdruck. Dreimal Silizium, Raketenantrieb, zwei Superlegion. Ey, schönes Wetter heute. So, dreimal Silizium. 1, 2, 3. Dann machen wir die. Ach ne, die machen wir ja. Da können wir mal Luft drauf machen, ne? Da können wir doch mal Luft drauf machen.
Iridium war oder ne, Superlegierung war dabei, ne? Lithium, Superlegierung, Raketenantrieb, so. Mach ich auch noch mit. Vielleicht gibt es auch was doch. Mit zwei Superlegierungen, so. Ach, ist voll, natürlich. Oh, was für ein Wetter. Das ist so richtig Schmuddelwetter über uns. Ich glaube, es geht langsam los mit der Vegetation. Wir kriegen richtig steil Schmuddelwetter. Sehr gut, sehr schön. So. Kein Sauerstoff mehr, auch gut. So, da brauche ich noch einen Raketenantrieb. Der war hier. Da. So, da können wir das Ding doch gleich mal abschießen. Das ist ja das richtige Wetter für Raketenstart. So. Und da. Jawohl. So, und die nächste. Ja, bei dem Wetter. So super. Guck mal, wie der Regen aussieht. Wie der runterfällt. Das nenne ich mal strichweise Regen. Auf jeden Fall. Los geht's. Oh Gott, auf die Tuffen. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Es regnet. Bin mal gespannt, wie sich das gleich hier verändert. Das ist ja ein bisschen Weltuntergang-Wetter hier, wenn wie das aussieht. Also wirklich. Da müssen wir nochmal eben, ein Bild machen. Ja. Und da passiert. Da habe ich doch falsch die Knast-Taste gedrückt. Mach nochmal. So. Ups, Entschuldigung. So, jetzt müssen aber... die Iridium-Dinger kommen. Die kommen aber gar nicht. Sehr seltsam. Sehr seltsam. Die Rakete ist weg, oder? Ja, ja. Die haben abgeschossen. Und wir gehen mal gucken. Vielleicht geht das nur im hellen Luftdruck da. Die haben wir doch abgeschossen. Sauerstoff, das läuft. Terraforming 7209. Moos 14,75%. Ja. Wir trinken noch mal was. Weil wir können. Und dann essen wir hier noch so eine Aubergine. Und jetzt muss es doch... Ah, und da kommen sie doch schon, meine Freunde. Jawohl, ich gehe wieder rein. Tschüss. Da ist es nicht unbedingt so gesehen. Das reicht, wenn wir das von hier sehen. Oder... wenn wir das von hier sehen. Ich sehe nichts. Ist alles voll Glas, aber ich sehe nichts. Naja. Gucken wir mal hier. Jetzt sehen wir hier mehr. Oh, da, guck mal da. Da waren sie gerade. Da ist es eingeschlagen. Aber nicht zu knapp. So. Ich glaube, da war man noch nicht. Da hinten wieder. Ja. Auch rein, Sam. Das Krachen. Wieder fertig. Oh Mann, da wackelt aber, hast du gesehen? Da wackelt aber die ganze Maschinerie hier. Hat er uns genau getroffen, oder was? Das sah ja komisch aus. So. Ihr könnt mal rüber. Luftikus habe ich auch wieder. So, jetzt machen wir die grünen Dinger hier rein. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, gezündet. So. Ja, da kommen wir schon wieder. Dann nehmen wir 2, 4, 5, 10, 20, 30. Also drei Stäbe haben wir schon mal sicher. So, ihr Lieben, ich würde sagen, 39 Minuten. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann schauen wir mal, was wir noch so bauen können, um das Ganze hier noch mal ein bisschen voranzutreiben. Und dann werden wir wohl auch mal die anderen Sachen abholen, die wir da in dem Schrank liegen gelassen haben, in unserem anderen Depot. Und ja, also wie gesagt, diese kleine Bildstörung bitte ich zu entschuldigen.
War ja nichts passiert. Ist ja nichts Tolles. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Mach's gut. Bis dann, euer Opa Helmi. Tschüss.